Guten Morgen zusammen. Wie ihr vielleicht hinter mir sehen könnt, ist absolut dichter Nebel angesagt. Man kann vielleicht 20, vielleicht 25 Meter weit gucken. Ja, eine Stimmung, die wir hier auf der Insel auch noch nicht hatten. Und es wirkt irgendwie richtig mystisch. Total komisch, aber irgendwie auch richtig cool. Und jetzt gehe ich erstmal kurz frühstücken und dann sehen wir uns jeden Augenblick genau hier wieder. Et voilà, da bin ich auch schon wieder. Und ich wollte euch einfach nur noch kurz sagen, dass ich heute Morgen, als um 6.30 Uhr mein Wecker geklingelt hat, hier habe ich aus dem Fenster geguckt und konnte unten auf der Straße eine Laterne sehen. Und da war es schon so neblig, dass man das Gefühl hatte, man hätte seine Hand vor Augen nicht sehen können. War ganz gut, dass ich dann nicht fotografieren gegangen bin, sondern noch ein Stündchen geschlafen habe. Denn gerade beim Frühstück war auch ein älteres Ehepaar, das erzählt hat, dass sie am Strand waren, schon ganz früh. Und sie haben einfach nichts gesehen. Es war wie eine weiße Wand, kein Sonnenaufgang, gar nichts. In diesem Sinne, eine schöne Beruhigung und alles richtig gemacht. Same procedure as every day. Erstmal wieder alle Daten sichern, sowohl von gestern als auch von heute. Und dann Applaus, Applaus. Die Produktivität hat angehalten. Ich habe den vierten Vlog komplett fertig geschnitten. Ha. Mann, das tut richtig gut, wenn man so produktiv ist. Und dann der Plan für jetzt gleich einfach mal schön bei Nebel über die Insel laufen und ja, so ein paar atmosphärische Eindrücke noch einfangen, weil ja, Nebel hier auf Borkum habe ich, glaube ich, tatsächlich auch noch nie erlebt. Ich bin hier jetzt schon eine ganze Weile über die Insel geschlendert und habe mir gedacht, bevor ich euch alle 5 Minuten erzähle, wie geil ich diese gesamte Atmosphäre hier finde, mache ich euch einfach so einen ganz kleinen Zusammenschnitt von einzelnen Szenen, damit ihr so einen Eindruck von der Atmosphäre hier bekommt. Und go! Irgendwo, im Nirgendwo, wer mich findet, darf mich verhalten. Letztes Update hier vom Strand. Die Sonne versucht sich so ganz langsam hier durch die Nebelfront zu kämpfen. Es ist aber rattenkalt. Das Thermometer da vorne sagt minus 1 Grad. Meine Hände sind schon wieder komplett steif und kalt. Und deswegen marschiere ich jetzt erstmal zurück zum Hotel und wärme mich eine Runde auf. Wir chillen hier jetzt gerade noch ein bisschen im Hotel. Ich bin ein bisschen auf YouTube unterwegs, schaue mir die neuesten Videos an und dann soll es auch schon weitergehen, nämlich zum Adventsmarkt am alten Leuchtturm. Dort soll es sehr viele schöne Sachen geben und vielleicht auch den ein oder anderen Glühwein, habe ich gehört. Nee. Flotten Rucksackwechsel im Hotel vollzogen und jetzt hier schon wieder zum Strand geflitzt, denn jetzt gleich sollte eigentlich Sonnenuntergang sein und da muss ich kurz durchatmen, es wird auch schon der letzte Sonnenuntergang sein, den wir hier gemeinsam erleben dürfen. Dann ist der Urlaub schon wieder um, war eine unglaublich schöne Zeit, aber wie schnell das immer vergeht, Wahnsinn. Ja, da dachte ich eigentlich, das könnte ein ganz guter Sonnenuntergang werden. Und jetzt ist es aber sehr windig und jetzt sind so viele Wolken am Horizont aufgezogen, dass von jetzt auf gleich gar keine Färbung mehr zu sehen war. Ziemlich ärgerlich und auch ein bisschen schade. Glück für euch, ich kann mich ein bisschen mehr der Filmerei widmen und versuche einfach hier immer noch so ein paar Timelapse-Aufnahmen zu machen, weil die Wolken halt wirklich gerade so schnell ziehen, dass ich mir vorstellen könnte, dass es hinterher ziemlich cool aussieht. Los geht's! Der Sonnenuntergang war tatsächlich überhaupt gar nicht spektakulär. Was aber allerdings spektakulär war, war dieses riesige
Schiff, Bohrplattform, was auch immer Plattform, die gerade hier kurz vor der Küste lang gefahren ist. Und ich konnte noch ein Foto machen von einem Seehund im Vordergrund und dieser riesigen Plattform im Hintergrund, was super krass irgendwie symbolisiert, von wegen Tiere und was Menschen fähig sind zu bauen. Und der Unterschied zwischen Mensch und Natur und das Zusammenspiel, egal. Jedenfalls mächtig coole Sache, solltet ihr aber auch zum Teil alles in den kurzen Videozusammenschnitten gesehen haben. So, jetzt muss ich mich hier vom Acker machen, weil vielleicht kann man es hinter mir sehen. Es ist schon wieder Flut angesagt und bevor ich gleich halstief im Wasser stecke, versuche ich jetzt mal schnell hier davon zu kommen. Von der Bühne, wo ich gerade fotografiert habe, laufe ich jetzt wieder zurück zur Promenade und es ist irgendwie ein total schönes Gefühl, wenn man weiß, man hat ein paar Fotos gemacht, die einem vielleicht sogar gefallen und jetzt einfach so in sein Hotelzimmer kann. Das ist so eine Zufriedenheit, die man verspürt irgendwie. Super schön und ja, ich glaube, das werde ich die nächste Woche, wenn man so ein bisschen wieder im Arbeitstrott ist, vielleicht vermissen. Aber es ist auch schön, sich dann daran zurückerinnern und zu sagen, hey, das ist so eine schöne Zeit, jetzt kannst du wieder erstmal richtig Vollgas geben. Oh, endlich zurück im Hotel. Die nächsten beiden Punkte auf der Tagesordnung. Erstens, den Vlog weiterschneiden und bearbeiten. Zweitens, Abendbrot. Kurzer Abstecher nochmal vor die Tür. Es ist schon sehr spät, aber ich habe gesehen, dass es draußen total neblig ist. Und da würde ich gerne nochmal ein Foto vom Leuchtturm machen, weil man jetzt so richtig gut die Strahlen sehen kann. Und hier sind wir auch schon. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, wie magisch das Ganze hier aussieht, denn ich glaube, selbst heute könnt ihr hier auf dem Video sehen, wie die Strahlen hier in die Nacht reinscheinen. Richtig schöner Anblick, wirklich. Von diesem Standpunkt aus habe ich jetzt die ganze Zeit fotografiert, weil die Strahlenkombi da ganz gut passt. Da überlappen die sich nicht so häufig. Habe mit ISO 800 fotografiert, Offenblende von 4 und maximal einer Sekunde Verschlusszeit, sodass ich gewährleisten konnte, dass die Strahlen auch noch als Strahlen zu erkennbar sind und durch die Bewegung des Leuchtturms nicht als große weiße Fläche. Erst einmal fertig mit Fotografieren. Meine Hände sind auch schon wieder unglaublich abgefroren. Es hat sich auf 2 Grad abgekühlt. Wahnsinn, wie schnell sich die Wetterfronten hier abwechseln, von Strahlen im Sonnenschein auf dichten Nebel und eiskalte Temperaturen. Oh, Wahnsinn. Das ist die letzte Szene des heutigen Vlogs. Ich habe soweit den gesamten Tag schon fertig geschnitten. Mir fehlt im Prinzip nur noch diese Szene, die ich jetzt gerade hier filme. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Cool, dass ihr mit von der Partie wart und bis morgen.